Leute, heute das Durchflutungsgesetz und zwar magnetische. Und ja, also ich schreibe es jetzt einfach mal hin, wie es aussieht. Das Durchflutungsgesetz ist so: Integral über h dl. Ja, sagt euch, okay, wie kommt so sowas zustande? Und da möchte ich jetzt einfach mal mit der Analogie anfangen. Und zwar, ihr wisst ja, die Spannung ist ja das Integral vom E-Feld mal dl. Und sozusagen, wenn ihr euch das mal anschaut, die elektrische Feldstärke, magnetische Feldstärke, über irgendeinen Weg integriert. So, könnt ihr euch das ungefähr so vorstellen. Ihr habt jetzt hier einen Strom, Strom fließt hier rein, macht, erzeugt Magnetfeld. Und jetzt habt ihr hier einen Punkt 1, hier einen Punkt 2 und jetzt habt ihr hier 1, 2 und jetzt möchtet ihr sozusagen diesen Abstand hier, also diesen, da hätte man im elektrischen Fall, hätte man gesagt, diesen Spannungsunterschied. Deswegen redet man hier auch oft von ist gleich VU und das nennt man auch noch magnetische Umlaufspannung, so genau, magnetische Umlaufspannung, wird dieses VU auch oft noch bezeichnet, also dieses Phi hier, und also dieser Durchfluss. Und ja, jetzt kommen wir hier mal zu dieser Formel hin. Und jetzt schauen wir uns einen Spezialfall an. Spezialfall, also wie gesagt, das kann man hier genauso berechnen wieder mit 1 und 2. Und jetzt Spezialfall ist Kreis. Also ich habe hier einen stromdurchflossenen Leiter. Sprich, hier fließt ein Strom durch und jetzt habe ich hier so einen Kreis. So eine Schleife. Sowas hier. So eine Schleife, was ich mir hier zusammen bastel. So, und jetzt möchte ich hier mit meinem L haben. Und jetzt erzeugt ja hier dieser stromdurchflossene Leiter ein Magnetfeld. Das ist eine magnetische Feldstärke. Und jetzt kann ich hier dieses Integral mal anwenden. HdL, sodass ich diesen Durchfluss hier mir berechnen kann. Und jetzt, wo waren wir? Genau, die Pfeile fehlen noch. So, und jetzt ist ja das hier ein Kreis. Deswegen Spezialfall Kreis. Das macht, gibt hier ein sogenanntes Kreisintegral. Machen wir hier diesen Wuppel rein, diesen, das kleine Kreischen. Ja, h, hier mal einen Schritt weiter, h ist ja von diesem Integral nicht abhängig, also kann ich das vor das Integral schieben. Dann habe ich hier nur noch dl drinnen. Und jetzt kann ich wiederum sagen, okay, h ist ja i durch 2πr. So haben wir das irgendwann mal definiert, also h ist i durch 2πr. Haben wir in den vorherigen Videos mal gemacht. Und jetzt habe ich nur noch das Integral über hier diesen Kreis. Und ein Kreis, ja, wie soll das anders sein, ist 2πr. Also dieses Integral hier ist 2πr. Abhängig immer von diesem, das hier ist der r, dieser Radius. So, und jetzt seht ihr, Leute, jetzt kann ich das hier kürzen. Und jetzt seht ihr, dass der Durchfluss gleich der Strom ist. Und in unserem Fall, weil jetzt dieser Strom ist, der hier durchfließt. Und jetzt wieder ein bisschen allgemeinerer Fall, ist das sozusagen unser Fluss, also unsere Durchflutung, ist die Summe aller Ströme. Und das ist echt cool. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch ein paar so Teile hätte, sich Strom, die rausfließen, hier die reinfließen, dann kann ich hier einfach nur sagen, okay, hier fließt 1 Ampere, hier 2 Ampere, hier 3 Ampere, hier 4 Ampere, und dann kann ich einfach so sagen, okay, Strom, das und das fließt hinein, also 6 fließen hinein, 4 hinaus. Also unterm Strich die Magnetfelder, Superpositionsprinzip Stichwort, heben sich sozusagen auf und es bleibt ein resultierendes Magnetfeld übrig von, was haben wir gesagt, 4 raus, 6 rein, also 2 rein bleibt hier übrig und 2 fließen rein, und somit kann ich sagen, okay, Summe der Ströme und Summe meiner Durchflutung ist dann sozusagen hier in diesem Fall 2 Ampere.
Würde ich sagen, ist jetzt hier alles nur sehr grob an der Oberfläche angekratzt, was ich hier mache. Also, aber wie gesagt, geht ja hier nur um das Grundverständnis in meinen Videos. Ich möchte hier gar nicht so tief rein, weil das könnt ihr dann selbst mit Skript und Professor euch dann noch im Detail erarbeiten. Ich möchte es hier nur ganz grob erläutern. Gut, das war mein Video zum Durchflutungsgesetz mit der magnetischen Umlaufspannung, was ich hier habe. Weil hier, ja, mit der magnetischen Umlaufspannung. Und genau, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Channel, wünsche noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.